Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits 5. Staffel und der jetzt 98. Folge. Heute in der Vorproduktion am 5.10.23. Bevor es aber losgeht, gibt's wie immer ein herzliches Dankeschön. Und zwar geht's heute an CrazyN75. CrazyN hat nämlich am 9.12.22 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür. Du warst Nummer 1076. Der Crazy N verschwindet jetzt aber wieder, oder die Crazy N. Und wir befinden uns immer noch im Krieg mit den Karthagern. Und diesmal geht auch jemand hin, und zwar einfach mal ich. Weil wir brauchen Geld, wir brauchen Moral, wir brauchen Einflusspunkte. Und hier hat sich ein schönes Ziel angeboten. Zum einen sind die deutlich unterlegen. Zum anderen greifen die gerade einen unserer Fraktionspartner mit an. Der wiederum wird sehr dankbar sein, hoffentlich, weil wir helfen ja jetzt. Jetzt steht hier auch wirklich, helft ihm. So, oh, sieht gar nicht mal so gut für uns aus, obwohl wir so zahlenmäßig überlegen sind. Oha. Ja, seine Infanterie wird wahrscheinlich Elite sein, nehme ich mal an, wa? Egal, wir machen die trotzdem nackig. Und wehe, danach kommt nicht die Nachricht, dass er dankbar für unsere Hilfe ist, ne? Ach du Heilige, hier steht ja alles quer. Aber ich denke mal, der Gegner wird nicht kommen, oder? Lol, doch. Nicht dein Ernst, wirklich? Er tut mir den Gefallen. Wow. So, Bogenschützen hier hoch. Passt da noch so. Die drei. Geht mal dahin. Oh, ich liebe es, dass jetzt endlich wieder farbliche Markierungen da sind, ne? Seitdem ich jetzt die Mod endlich wieder nutzen kann. So, und die eins. Standardformation. Ah, ein bisschen breiter dürft ihr euch schon aufstellen, Jungs. Kleines bisschen. So. Also ihr müsstet euch auch irgendwann mal aufstellen, statt da rumzutanzen. Ich meine nur. Ach, Mensch. Moment. Die drei. An die daran? Ist die vier schon zu sehen? Nein. Also da ging ja vier mal nicht. Kommt aber gerade angeritten, wa? Soldiers, ist so ungewohnt, dass der Gegner mal auf uns zukommt. Sonst sind die ja mal abgehauen. Aber die prügeln sich gerade eigentlich noch mit dem Hauptfeind, also ihrem Hauptfeind. Warum rennst du jetzt bitte darüber, wenn ich gesagt habe, dass ihr die da angreifen sollt? Okay. Aber unsere Flanke ist auf jeden Fall sicher. Feuer frei, Jungs! Oh, Wetternim ist auch vorbei. Eieieiei, wo rennt ihr denn hin? Das war so nicht befehligt, Jungs. Oh, warte mal. Die könnten sich gerne mal um die Bogenschützen da kümmern. Und haben wir jetzt noch eine Kavallerie, die gleich nochmal in die Flanke und in den Rücken fallen kann. Ah, wir machen ganz böse Aua bei ihm. Ganz, ganz böse. Aber was ich gerade sehe, fällt mir gar nicht. Und zwar, dass unsere Kavallerie gerade da reinrennt, wo sie nicht reinrennen sollte. Infanterie rein. Ha. Trotz Headshot. Ah ne, es war ein Armtreffer, okay. Kling. Ah, die halten gut was aus da hinten, ne? Sagt er und macht zwei One-Hits. Aua! Okay, die drei darf den Rest jagen, die vier auch. Und geht ins Getümmel mit rein. Hörst du jetzt mal auf hier? Freundchen! Wieso treffe ich ihn nicht? Geht doch. So, noch die Reste aufräumen hier. Ey, ey. Ach, der ist schon tot. Okay. Ich habe das Gefühl, dass der da gleich tot sein wird. Und der da auch. Nein. Jetzt vielleicht. Okay, einen Versuch habe ich noch. Boah, gibt's doch nicht. So, 10 Verluste insgesamt, 7 davon in meiner Truppe. Ärgerlich, aber gut. Lässt sich nicht vermeiden, sowas, ne? Aber hey, wir kriegen jetzt wieder 14,2 Moral. Das heißt, wir können wieder 6 Leute rausrekrutieren aus der Gefangenschaft. Und ordentlich wieder Einflusspunkte. Ja, man hat gesehen. Die waren Elite. Die waren definitiv Elite. So, er sagt Dankeschön. Wird doch geraten haben, du. Boah, um 40 gesteigert. Krass. Nice. Stop. Ah, du kommst mal schön mit.
Dem habe ich auch geholfen? Ach, der war gefangen. Den habe ich befreit. Auch im Pfirsich. Sehr schön. Ich liebe es, wenn da Pfirsich steht. Ich mag Pfirsich. So, immer wieder schön im Wechsel. Und hier einmal durchgeackert. Dann, die hier alle mitkommen. Nein! Ich hab... Kann ich nochmal zurück? Shit. Ich hab hier linke Seite ignoriert. Doof. Okay. Jetzt habe ich da sehr viel liegen lassen an Truppen und Gefangenen. So, ich würde sagen... Hier gucke ich mal allgemein durch, ob irgendwas besonders Wertvolles dabei war. Aber nee. Dann... Nimm mal die Rüstung mit. Da habe ich immer das Gefühl, dass die am meisten Geld bringen und wir kriegen wenigstens noch etwas über 5000 Erfahrungspunkte für unsere Truppe. Ich hab das echt verkackt gerade mit dem Mitnehmen, ey. Mann! So, keine Slinger. Wir haben immer eine viel zu kurze Reichweite. Oh, Tubadix ist umgefallen. Aber ist nicht schlimm. Der kann das ab. So, den muss ich gleich mal in die Festung bringen. Am besten gleich hier Tubilis. Krieg ich nochmal ein bisschen Einflusspunkte. So, Eintritt, jo, Verlies, Spenden, wow, mal nicht überfüllt, ich staune. Okay. Ach, das steigert auch das Verhältnis so enorm? Krass. Sollte man sich merken, ne? Einfach Gefangene verschenken. Also wichtige Gefangene. Ihr sagt nicht, dass er der König ist. Nein, ist er nicht. Und dann hätte ich mir selbst in den Arsch gebissen vielleicht. Okay. Hier unten sind aber noch ein paar kleinere Trupps rumgerannt. Die können wir uns jetzt schön einzeln rauspicken. Zwischendurch müssen wir nochmal kurz zurückgehen wahrscheinlich und wieder ein bisschen auffrischen. Hier ist Clan Hunt. Karawane. Nochmal Clan Hunt. Barbaren. Oh, 74 Barbaren. Ich kann nicht anders. Aber die sind eh gerade zu schnell für mich. So. 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 Rein da. 74 Barbari. Das ist ein gefundenes Fressen für unsere Infanterie zum Aufleveln. Nachfallballer. Position vergessen. Aber ihr wahrscheinlich gar nicht zugeordnet, war. Na gut, unser Trubadix, der ist ja gerade verwundet, der kann gerade nicht. So, dann machen wir mal... Oh ne, wir machen das mal so. Bisschen breiter dürft ihr. So. Wieso guckt ihr alle nach hinten? Ich schwöre, ich hab nicht gefurzt, das war Obelix. Entschuldigung. Apropos Obelix, finde ich ihn denn diesmal? Er soll ja eigentlich hier vorne stehen und anführen. Da ist er. Nicht. Doch, das ist er. Ha, hab dich. 113 Meter, sehr schön. Da werden wir ein paar Speere schmeißen können. Und dann nehmen wir mal schön reines Getümmel, dass unsere Tribesmen mal richtig aufleveln hier. Ich find's auch so cool, dass die in der zweiten Reihe wirklich einen Speer tragen und dann wirklich vorbeipieksen, ne? Oh, scheiße, in der ersten. Oh, okay. So, unsere Bogenschützen schießen nicht, weil sie nicht ballistisch denken. Sie brauchen immer Sichtlinie, direkte. Aber ich krieg meinen Spaß. Keine Ahnung, wie ich den gerade versemmeln konnte. Sag mal, haben die es auf mich abgesehen? Obelix! Beim Teutates, hilf mir! Da war schon wieder kurz die 8% römische Gene in mir. Die gerade wieder stechen statt schlagen wollten. Aua. Aua, au, au, au. Ich wollte gerade sagen, alles klar, sie rennen weg, aber Pustekuchen. So, hier dürfte ich auch noch einen Spaß holen. Oh, gut, dann ist auch vorbei. Ganz kleines bisschen Mitleid habe ich gerade mit ihnen, weil sie gerade so überrollt wurden, wie von der Dampfwalze. Komm schon. Mist. Okay, passt. Zwei Verluste ist okay. Eine Verenie von Barbarus.
Das sind nicht einfach irgendwelche Bauern nur, sondern die haben halt auch vor allem in der Menge schon ein bisschen was drauf. Okay. 1200 nur? Nehme ich alles mit. Nichts übersehen diesmal. Sehr schön. Es wurde gelevelt. Ich im Bogen. Wurde auch langsam mal wieder Zeit. Zieldauer ohne Präzision einzubüßen wird um 50% geringer. Oha! Wenn ich Statthalter wäre, plus 1 Treue. Oder gegen Reittiere erhöhten Schaden und Garnisonsunterhalt bei Statthalter. Nee, ich nehme das mit der Präzision, mit der Zieldauer. So, noch irgendjemand? Ja, nein, vielleicht. Guck mal, was ist aber durch? Manchmal übersehe ich das ja auch einfach. Guck mal hier zum Beispiel, Druidics. Druidics kann nix, kann eigentlich doch und hätte schon die ganze Zeit gekonnt. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Wer war das gerade? Achso, ja, der Römer. Ich habe gerade nur aus dem Augenwinkel das golden Schimmern sehen, hat mich gewundert. So, jetzt bin ich natürlich gerade stark verlangsamt. Aber es sollte sich wieder fangen. Dann können wir uns ihn schnappen hier. Oder ihn. Oder beide. Wann ist es denn soweit? Ich bin auf einmal wieder großzügig. Ich glaube, das liegt immer bloß daran, dass ich halt regelmäßig dafür sorge, dass sie Geld bekommen, unsere Leute, ne? Wann sind wir denn mal fertig mit ungeordnet sein? Jetzt sind wir fertig, okay. 4,2 Geschwindigkeit, da müsste ich beide erwischen können. Und die nächste rettende Stadt ist weit weg. Dummerweise hat Eron gerade noch eine Armee gegründet. Ich dachte mir gerade, hey, jetzt können wir langsam eine Armee gründen. Pustekuchen. Kommen sie her, Schulze, kommen sie. Sind zwar nur 30, aber die würden schon in der Lage sein, die Burg dazu belagern, ne? Ergebt euch doch einfach, kommt schon. Oh. Dass sie sich nie ergeben. Ist ein bisschen schade. Hatte der Gefangene dabei, die gerade befreie? Nein. Schade eigentlich. Gut, hier wollen wir trotzdem noch mal sicher gehen. Und unsere Standardformation wieder einnehmen. Dass wir gar nicht erst unnötige Verluste machen. So. Hier ein bisschen Entdeckung. Hier ein bisschen Entdeckung, aber ich glaube nicht, dass der Gegner kommt. Sagt er, der Gegner kommt. Okay. Was ist kaputt mit diesen Karthagern? Die spinnen doch. Das sind 30 Mann und die wollen uns angreifen? Ja gut, ich hab nichts dagegen, ne? Also außer 300 Mann hier fast. Das hätte ich dagegen. Ist die Frage, ob ich den gegenlaufen möchte oder nicht, weil der Hügel nimmt ja da vorne dann wieder ab. Wenn ich jetzt aber wirklich noch die Geduld habe und warte, dann sind sie gleich oben am Hügelkamm und wir können drauf schießen. Je länger der Weg des Gegners, desto mehr Zeit haben wir zum Draufschießen, meine ich damit eigentlich. Jetzt müssten sie langsam angetanzt kommen. Warum sehe ich sie noch nicht? Ah doch, jetzt. Hinter den Büschen fängt es an zu wackeln und zu funkeln. Da kommen sie. Ja, und da war auch schon Reichweite. Sehr schön. Ich muss keine Ahnung, wo meine Pfeile hingehen. Sind unübersichtlich gerade. Für mich. Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist schon gut. Ich habe ein Schild getroffen. Nochmal. Das Schild ist kaputt gegangen vorher. Okay. 3 und 4. Viel Spaß uns. Die laufen eh gerade schon weg. Ein Teil von ihnen. Ah ne, die haben sich bloß umorientiert, okay. Wehe, wir verlieren einen von uns. Bisschen gemein bin ich ja schon, oder? 70 Kavalleristen auf 30 Infanteristen zu schicken? Nein. Dürfte ich mal wissen, was du hier machst? Wolltest du aus der Nähe angucken, wa? Oh, falsche Taste. Sehr schön. Aber hey, 17 Einfluss. Nochmal Moral. Ansehen, klar.
Wieso nicht? Und wieder ein Gefangener mehr, was uns wieder um Kriegsstand bringt. Hiervon nehme ich keine gefangen. So, 4000 Erfahrungspunkte oder Geld draus machen. Auf jeden Fall Essen mitnehmen. Ach, ich habe wieder vergessen, ein Schaf zu schlachten, was mittlerweile auf einmal hier drin geht, aber dafür nicht mehr am Marktplatz. Okay. Ach, ich muss mal kurz anders hinsetzen. Entschuldigt bitte. Kein Hottehü. Ja, komm, mach Erfahrungspunkte draus. Ich will eine Elite-Truppe. Ich will einfach eine Elite-Truppe. Verhältnis gesteigert. Das ist wieder so ein Zufallsperk. Immer dann, wenn wir einen gegnerischen Lord besiegen. Kann ich das schon sehen? Nee, aber ich gehe mal kundschaften. Die könnten wir sogar mal Alleingang holen. Aber dass die hier 700 Mann in der Verteidigung haben, ist schon heftig. Und für mich haben sie nichts mehr übrig gelassen, außer die Söldner, wa? Okay. Und Puridur. Kann ich also vergessen. Das heißt aber auch gleichzeitig, wenn ich jetzt eine Burg belagere, alle Verluste sind dann meine Verluste. Nicht die von irgendwelchen Bündnistreuen, die halt mitkommen, sondern das sind dann halt alles unsere Clan-Leute, ne? Ist dann schon ein bisschen, Ich glaube, dann jage ich noch lieber ein bisschen weiter Einzeltrupps. Wie zum Beispiel den da. Na, du wirst es doch jetzt nicht in die Stadt schaffen? Oi, nein. Sorry, ach, schon wieder ein Dummkehn. Manu. So, was hat der bei? Oh, genauso wie der andere. Aber vorher, sehe ich gerade, hat wieder jemand was gelevelt. Ey, der macht sich gut. Er macht sich wirklich gut. Moment mal, habe ich ihm das nicht schon gegeben? Ich bin verwirrt, Sire. Ah nee, das war Ciro. Stimmt, das war Ciro. Nicht Kingios, das war Ciro. Ja. Mach ich nochmal den hier. Gut, Angriff. Okay, können wir wieder Standard machen. Macht er wieder den. Zwei rein tief. Hier eins. Schildwall dahinter. Ah. Vielleicht ein bisschen wenig, aber gut. Ah, Moment, Moment, Moment. Ich muss langsam aufpassen, wie mir einfällt. Ah, ich müsste langsam mal anfangen, eine zweite Infanterietruppe zu machen. Weil mittlerweile das Verhältnis zwischen Schildinfanterie und Zweihandwaffen doch recht hoch, ne? Oder? Oh, nee, doch nicht. Nee, sie kriegen noch einen guten Schildwall hin. Oh, hier fängt es an. Ja, okay, an den Flanken wird es langsam ausgedünnt. Ah. Aber am liebsten hätte ich noch mehr Infanterie vorher, aber Frau Dettmacher. Dass ich bestenfalls 100 Schildwachen habe, Schildeinheiten habe und alles darüber hinaus dann Zweihandschwerter sind. Oder Zweihand-Infanteristen sind. So. Kommen sie nicht? Tatsache aber, 500 Meter. Den laufen wir entgegen. Definitiv. Macht wieder die Linie rein. So, da die 2, die 1 dahinter. 3, 4. Da habe ich keine Lust, so lange zu warten. Zumal sich hier auch das Gelände einfach dafür anbietet, dass wir denen ein bisschen gegenlaufen können. Ich glaube sogar, wir werden ein bisschen die Formation anpassen, weil wir haben links einen Flankenschutz. So. Schickt man nämlich die da runter. Die da hoch. Das ist so schlimm, ne? Ich sehe diese Büsche hier und denke mir, oh geil, Pflanzenfasern. Ich habe nämlich vor kurzem Enshrouded, die Demo gespielt. Das ist einfach nur schlimm, ey. So. Ja, müssen wir noch rechtzeitig schaffen, ne? In Position zu kommen hier. Oder ist das bei dir? Ja, nein, vielleicht? Bisschen schief stehen wir, wa? Ein bisschen vor. Und ihr dahinter. So, die 4. Ah, Mist. So. Ah, da oben wackelt doch schon was. Da kommen sie alle. Oh, hab da noch ein paar römische Einheiten hier, okay.
Na gut. Kriegen wir ausgetauscht irgendwann. Oh, die Reichweite war gut, aber stand keiner da. Jetzt aber schon. Ach ja gut, ich denke, jetzt können die uns ein bisschen Spaß haben gehen. Wir schießen derweil noch weiter. Achtung, Speere incoming. Schade, sowas macht wieder Verluste. Ich würde sagen, das war ein Auffahrunfall. Haben wir alle gesehen, war ein Unfall. Oha. Oha. Die armen Schweine, ey. Nein. Okay. Gut. Ein Toter. Ist okay. Du kommst mit. Da wollen welche befreit werden, sind aber alles Römer und Triatix. Nee, danke. Wir sind linientreu. Wir nehmen nur echte gallische Tribesmen auf. Und bessere. Und Essen will ich auf jeden Fall. Ach, komm. Obwohl, warte mal, das hier, Zweihand, Asterix und Obelix, Obelix meinte ich eigentlich nur. Du hast Zweihand, aber ist was anderes. Meisterlich Falks und hier haben wir Ronfire. Das ist Waffenrang 4, das ist 3, Schwunggeschwindigkeit 109, hier 94, Schaden 40. Sie muss mal, oh, das macht deutlich mehr Schaden. Länge, auch. Mal kurz den Mantel weg. Ach, das ist so eine Sense. Verstehe. Moment, kriegen wir den Mantel nochmal wieder? Danke. Na komm, machst du den hier. Dann müsste ich bald mal wieder verkaufen gehen. Allerdings ist hier auch nochmal Clanhand. Ich glaube, wir werden uns jetzt ewige Feinde schaffen damit. Ja, schafft das doch? Ne, er schafft es nicht. Gut. Du musst ja nicht denken, dass du entkommen kannst, Kumpel. Oh! Der Gegner wird mal aktiv. Man höre, man staune. Mengus, Branok und Cosimi, Komosikus. Ich will mal Cosimi sagen. Mengus und Branok, seid ihr gerade verfügbar für mich? Ach, Militir, seine Armee ist aufgelöst, okay. Kosten 50. Heieieiei. 6 Stunden entfernt. Komm mal mit. Hier ist Mengus. Mach mal nach Entfernung sortiert. Ich weiß nicht, was heute los ist, ey. Du hast noch zu wenig Truppen, wa? Hm. Aber hier sind nochmal 130 Mann mehr. Und wie gesagt, Söldner rekrutiere ich nicht. Das habe ich so oft erlebt, dass die einfach ihren Vertrag kündigen, während wir in der Belagerung zum Beispiel sind und sowas. Also, ob die letzten zwei, die ich mitnehmen kann, okay? Während die noch unterwegs sind. Oh, er flüchtet sich da rein, war. Er flüchtet sich da rein. Wie viele Verteidiger? 41 mittlerweile. Naja, immerhin. Immerhin. Mengus, du sollst. Du blöder Hund, du sollst dich mir anschließen. Das macht er jetzt nicht wirklich, oder? Du kommst mir her hier. Willst du mich? Ist das nicht dein Ernst, oder? Du sollst dich mir anschließen, du Sack! Ah, ein Ausfall. Okay, die, also sind die mit dabei aus der Garnison? Okay, wir kennen das Spielchen, wir werden nochmal vorsichtshalber speichern. Weil jetzt habe ich einfach das Problem, dass das eine Schlacht ist, wo ich nicht schon vorher eine Aufstellung befehligen kann. Wir sind zwar weit überlegen, ja? Aber trotzdem, man muss es ja nicht riskieren. Uncool. Weg, 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 weg. Obwohl, alle mal F6 erstmal. Keine Lust? Oh, was ist denn das für ein Schwachsinn, bitte? Der hat jetzt nicht alle Kavalleristen absitzen lassen, oder? Hat er. Ach, das ist nicht dein Ernst, ne?
Deswegen habe ich vorgespeichert. Der will sich einfach den Ruhm selbst einverleiben, obwohl ich zu Hilfe eile. Das ist doch kackenfrech, oder? Das ist doch kackenfrech. Der hat jetzt einfach alle Kavalleristen absitzen lassen und sie der Infanterie zugeordnet. Nö, Freundchen, so nicht. Da komme ich schon extra, um mich mit dir anzufreunden und dann sowas, ne? Übernehme ich halt selbst das Kommando. Mann. Ich dachte nur, bevor ich jetzt hier wieder Einzelbefehle geben muss, kann ich ja schon mal F6 drücken. Also, erst alle auswählen, dann F6 drücken, damit die halt wenigstens schon mal richtig delegiert werden. Er hat den Befehl nicht genommen? Wieso nimmt er den Befehl nicht? Geht doch. So, als nächstes dann die 4 auf die andere Kavallerie hetzen. Muss sie bloß erstmal sehen können. In der Zeit holen wir noch die Infanterie vor. Ah, er verheizt gerade sinnloserweise seine 3 Reiter auf der rechten Flanke. Ich kann gerade noch nicht viel machen. Aber jetzt. Rein da. Und er schickt hier seine 20 Hansels alleine los und da hinten drehen jetzt wieder Pferde. Okay. Hier passieren wieder Dinge, die mir gar nicht so gefallen. Unsere Kavallerie. Weil die einfach ihre Position tauschen und versuchen dann damit unsere Leute in die Infanterie reinzulocken. 120 Meter entfernt. Nicht so gut. Wir die Infanterie hier vorne sehen, die Bogenschützen einfach dahinter, die sollen dann zwischen die Lücken schießen. Warte mal, ist doch ein Feind hier vorne. Jetzt nicht mehr. Okay. Infanterie vor. Die 3. Dahin. Die 4. Dahin, weil ich konnte mir schon denken, dass ihr da einfach wieder reinheizt. Sorry. Kommt davon, wenn man unverkämpft. Alles klar. 1, rein. 3 und 4 auch rein. Einfach mal ein herber Schlag von allen Seiten und dann sollte das erledigt sein, ja. Sagt er und befürchtet gerade umzufallen. Achso, ich habe natürlich bloß einen allgemeinen Charge befehl, ich Idiot, ne? Das heißt, die sind größtenteils auf die Bogenschützen gegangen gerade. Wow! Glück gehabt, er hat mich gerade auf mich eingeschlagen und ich habe ihm seinen Arm abgehauen. Aber ich muss sagen, macht mittlerweile wieder viel mehr Spaß, in der ersten Reihe zu stehen. War eine Zeit lang ein bisschen schwierig, einfach als wir noch die Schaden an eigenen Truppen zu hoch hatten und ich dadurch immer alleine stand. So. 41 insgesamt, 6 davon von meiner Truppe. Ist okay. Und wieder ein Gefangenen. You win today, you dog. Ah, the shame of it. Wieso hat die jetzt ein weißes Banner? Achso, ich habe jemanden Ach, Quatsch. Ich habe nicht gefangen genommen, ich habe jemanden geholfen. Der hat sich bedankt, habe ich total übersehen gerade. Ja, du kommst auf jeden Fall mit. Nix Batani? Nix Batani. Gefangene 30 Stück. Meine, wir hätten auch Platz, aber je mehr wir gefangen nehmen, desto langsamer sind wir. Und wir sind gerade schön schnell genug, um die Gegner immer einzuholen. Mal, ob sie was Batani hatten, aber es sieht nicht so aus, ne? Nee. Und da wir ja kein Gaunerei-Skill spielen diesmal, ist es mir auch gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Immer nur, wenn es ein bisschen mit dem Geld knapp wird. 8000 Erfahrungspunkte nur? Skandal. Achso, geht erst wieder, wenn ich fertig bin hier. Midland nehme ich auf jeden Fall mit. Ich gucke jetzt hier wieder bloß nach wertvollen Sachen, aber es sieht nicht so gut aus. Deswegen sage ich, okay. Wir haben potenzielles Geld schon geplündert, deswegen nehme ich doch lieber die Erfahrungspunkte.
und kriegen dadurch 10 Leute wieder aufgelevelt. Sehr schön. Dann denke ich, sind wir jetzt soweit, dass wir mal an eine Stadt zurückgehen. Wie ich gerade sehe, sind wir ziemlich weit von unserer Versorgungsstrecke abgeschnitten, weil die einzige Stadt, die noch in der Nähe war, ist am Rebellieren. Allerdings, die hat nicht so viele Verteidiger. Vielleicht holen wir uns die mal. Wenn jetzt endlich mal die zwei Pappenheimer auch gewillt sind, sich anzuschließen hier. Danke, sehr freundlich. Ich gehe nochmal gucken, wie viele Verteidiger es waren, weil ich weiß das nicht mehr. Ein, zwei Leute können wir auch wieder aus der Gefangenschaft rekrutieren. Jetzt macht sie es, wa? Mit 300 Mann. Ach, Eron sitzt auch schon dran. Okay, 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 okay. Aber gut, wenn wir helfen, geht's vielleicht umso schneller. Nicht, dass die jetzt wieder 3 Jahre lang hier nur belagern und nichts anderes machen, ne? Und vor allem, wir würden auch wieder helfen dadurch. Wir würden uns wieder Freunde machen. Wisst ihr was, liebe Leute? Es wurde oft gewünscht, immer wieder mal in den Kommentaren. Heute machen wir eine ordentliche Überlänge. Und noch eine 4. Armee kommt natürlich. Ich glaube, die sind ein bisschen gelackmeiert. Jetzt ist bloß die Frage, ob dann noch wirklich vernünftig angegriffen wird. Achso, ich kann ja selber anscheinend wegen Angriff. Dann lieber jetzt, bevor sie noch mehr Gerätschaften bauen. Dann lieber jetzt, weil ich habe gerade noch das Kommando, weil ich mit mehr Männern hier rein bin, ne? Oder? Moment, welcher der Trupps bin ich nochmal? Hä? Nee. Wieso habe ich jetzt das Kommando? Hä? Okay. Egal. Machen wir. Ein Katapult und eine Balliste. Wenn man toten Winkel erwischen, sollte es recht schnell gehen, oder? Ich muss gerade nicht, weil die Anzeige wieder rumspinnt, welche Mauerstufe es ist. 2. Hm, kann schon ein bisschen wehtun. Aber egal. Wir haben 1400 Mann. Und vor allem sind das jetzt nicht kriegsentscheidende Sachen, sondern einfach bloß, um die Stadt zurückzuholen. Ah ja. Oh. Es tut schon wieder Dinge, die es nicht tun soll. Katapult steht hier. Also wollen wir an die Leiter ran. Wo ist die Balliste? Ich sehe sie gerade nicht. Ach, hier. Hier wird die Balliste sein. Okay, also gut. Wir gehen über die rechte Flanke. Sogar teilweise geschützt. Ach so, ich steuere bloß meinen eigenen Trupp und er macht den Rest alleine. Verstehe. Ja klar, ich helfe ja nur. Obwohl ich gerade den Angriff anführe. Diese Logik dahinter verstehe ich manchmal echt nicht. So, Trupp 1, Trupp 2, zusammen marschieren. Obwohl, die 1 geht hier hinter. Oder? Ja doch, müsste da im toten Winkel stehen. Und die 2 hier hinter. Ja, die Balliste wird durch ihren eigenen Schutz behindert, vom Winkel her, würde ich behaupten. Dass sie gar nicht so weit links rüberkommt, oder? Das ist schwierig. Ich würde mir auch ein kleines bisschen Deckung haben. Ziehen wir die 1 doch mal vor. Versuchen da oben auch Stress zu machen. Stress vor allem. Eine Mischung aus Stuss und Stress wahrscheinlich. Nein. Ah, unsere Infanteristen schmeißen über mir die Mauern hoffentlich schön leer. Ich muss bloß aufpassen bei diesen Speeren, die zurückgeflogen kommen, ey. Oh, sieht doch ganz gut aus mit der Leiter. Wird gut bemannt. Oh, er hat einen Katapult getroffen. Da flog eine Axt gegen den Turm. Und ein Speer. Sag mal, es hagelt hier Waffen. Was ist denn los? Die haben heute eigentlich Sonnenschein angesagt. Oh ja. Schöne fiese Treffer. Torein ist gefallen. Obelix hat was umgehauen, das heißt Obelix ist schon oben. Obelix ist immer noch oben. Ich sehe keine Meldung mehr von Obelix, verdammt. Ich habe keine Pfeile mehr. Letzter Schuss. Okay.
Bogenschützen vor. Fokusfeuer. Lasst euch Zeit, Männer. Ist okay. Was machen die denn? Wir müssen da jetzt hoch. Vielleicht kriege ich uns... Ach, ich habe die falsche Leiter erinnert mich, Depp. Obwohl, hier ist ein Turm. Vielleicht haben wir da oben was zum Nachladen für die Pfeile. Das wäre jetzt ganz gut. Das sieht doch ganz gut aus im Moment hier, ja. Dass ich hier heile durchkomme. Ja. Nehmen wir gleich schon mal Pfeile. Haben wir sie jetzt gesammelt? Ja. Legen wir erstmal den Turm leer. Ist das schon? Okay. Dann Unterstützungsfeuer. Das sah schmerzhaft aus. Das auch. So. Wir haben die Gegner eingekesselt. Sehe ich das richtig? Lol. Na, sie hauen ab. Da kam gerade ein Speer in meine Richtung geflogen. Unhöflich. Ja, das ist jetzt noch Feuer. Hörst du jetzt mal auf da unten? Sag mal, hier. Wolltest du unbedingt wissen, wa? Schmeißt du schon Speere in meine Richtung? Der spinnt wohl. Ja, komm. Probier's doch. Nein, daneben. Was? Ja, es geschieht mir. Armes Tuff-Tuff. Aua! Vielleicht hätte ich, aua, in Deckung gehen sollen. Wow. Achso, das ist noch unsere. Warte, Freund, ich helfe dir. Okay. Dann warte halt nicht auf mich. Ist okay. So. So, habe ich da nicht schon vorher dran gedacht, diesen Turm hier zu stürmen? Da steht das Katapult oben drauf. Aua! Dein Ernst? So piekst man richtig. Nur mal Schluss hier, Jungs. Reicht mit dem Bälle schmeißen. Der läuft weg. Okay. Versuchst du mich gerade ernsthaft mit den Fäusten? Okay. Haben wir hier noch Munition rumliegen? Nur Wurfmunition. Da drüben ist ziemlich leer gefegt. Oh, ich glaube, wir haben es doch gleich, ne? Dürften bloß noch ein paar Handsitz sein und wo. Unten noch. Nö, ja, haben wir. Alles klar. Moment, war da eben nicht einer? Nee, okay. Ah, da kommt die Siegesmelodie. Sehr schön. Autsch, trotzdem 200 Mann verloren. Eieieiei. Aber gut, das Risiko hast du immer bei einem Sturmangriff. Einfach immer. Dafür haben wir uns aber viel Zeit und Einflusspunkte gespart. Leider auch Männer verloren. Ja, okay. Ich sagte fertig. Ah, hat er nicht gegriffen gerade. So, du kommst mal mit. Und diesmal hat sich wieder keiner bedankt dafür, dass wir geholfen haben, wa? Ah ja, stimmt. Ich verstehe langsam, warum. Weil das Spiel nicht der Meinung ist, dass wir geholfen haben, sondern dass wir selbst angegriffen haben. Vermutlich werde ich jetzt auch keinen Anspruch auf Übernahme haben, oder? Nächste Frage ist, ob ich das überhaupt will. Oh, wir dürfen sogar mal zerstören, theoretisch. Aber eigentlich will ich das nicht wirklich, oder? Und dann könnten wir ja unseren Statthalter aus Garontor hier einsetzen. Ach ja. Das war ja eine Option in der Mod. Meins! Da haben wir sie wieder zurück, die Stadt. Achso, ich muss ihn ja erstmal rufen. Ach. Was hat er hier eigentlich alles gebaut? Aquädukt würde Wohlstandsveränderung machen, ja. Macht irgendwo Sinn. Aber was wir eher brauchen, ist gerade wieder zivile Infrastruktur. Dass hier die Treue reinkommt, die natürlich jetzt gerade im Moment hart am Schwanken ist. Minus 7, das kann nicht euer Ernst sein, oder? Die Sicherheit ist auch sehr gering, ja. Ich gehe mal kurz raus und wieder rein. Oh, zwei Rekruten geholt, toll. Wie sollte denn eigentlich Garnisonleute reinlegen? Also, nicht verarschen, sondern beisteuern, meine ich.
So, mag erstmal ein bisschen den hier. Ich gehe gleich rüber, den manuell abholen, den Typen. Schlachten nicht vergessen. Weil Fleisch ist immer gut für Obelix, sonst kann er nicht richtig kämpfen. Hier ist nichts mehr entsperrt. Gut, das geht alles auf einen Schlag rüber. 34.000, jetzt haben sie noch 22 übrig. Oh, siehst du, so schnell haben wir fast einen Fofi verdient. Ich glaube, das wieder ein. Danke. Gut. Komm, ich gehe den noch schnell holen. Gehe ich den noch schnell holen. Ah, 15 Truppen wurden nach Karas gebracht. Sehr schön. Das heißt, dass da jetzt wieder mehr Sicherheit sein müsste und dementsprechend auch wieder schneller die Treue steigt. Burgverwaltung. Hier sagen wir jetzt keinen. Das müsste ja trotzdem noch funktionieren. Okay, es dauert 28 Tage. Ja gut, weil er halt ein bisschen, nicht 28, 38 stand da, oder? Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Weil er hat ja die Möglichkeit, hier 1% schneller Gebäude bauen zu können. Ja, okay. Held zu Trupp bringen, genau. Ich hätte ihn jetzt auch automatisch hierher laufen lassen können, aber die Gefahr besteht dabei immer, dass er auch angegriffen wird unterwegs. 89 Barbari. Friedensangebot. Wieso gab aber 44? Was stimmt nicht mit euch? Haben die etwa einen weiteren Krieg an der Backe? Nein. Hä? Ach, die haben gehört, dass ich jetzt angefangen habe, hier mitzukämpfen. Das wird sein, ne? Du hörst mal bitte damit auf, weil das nervt mich sowieso ständig. So, dann Stadtverwalter unser Pinarianus. Oha. Zu wenig Nahrung? Okay, dafür. Ja, da können wir gleich ein bisschen gegensteuern. Ja, statt minus 7 sind wir jetzt noch bei minus 5. Okay, wenigstens ist die Treue recht hoch. Im Vergleich. Leg mal 100 Getreide hier rein. Getreide bringt immer schön viel. Fisch haben wir ja auch noch. Nein, Fleisch darf ich nicht, sonst wäre ich wieder von Obelix verprügelt. So, dann Führung. Führung. Einflusskosten für das einberufenen Trupps. Ach, fahr ich vergessen. Ach, dann hätte ich mich jetzt vernünftig eine Armee rufen können, aber okay. So. Passt, Wacket hat Luft. Ein Bote Kanizians. Wer ist denn jetzt bitte die Fraktion Kanizian? Ach, das waren die Rebellen! Ach, ich wollte schon sagen. Das waren die Rebellen! Ach so, nein. Hä? Ach, sind die... Moment, lass mich raten. Das ist nicht Fraktion Kanizian, das ist Clan Kanizian gewesen. Dass die das vorgeschlagen haben, uns gegenüber. Für 170 Tribut, das ist nicht euer Ernst. Ich würde gerade loslegen. Vor allem diese Stadt mit 700 Verteidigern, das klang für mich wie eine Challenge. Aber gut, ich hätte nicht genug Leute rangekriegt. Hätte ich einfach nicht. Ja, schade, jetzt habe ich hier Einflusspunkte verschwendet eigentlich. Aber gut. Ich meine, ich will nicht meckern. Ich habe eine Stadt mehr. Also was ich jetzt natürlich noch machen muss, ist natürlich hier auch wieder das Template hinzuordnen. Das ist, Moment, ist eine römische, oder? Ja. Template, Ach, ich habe noch nichts für eine römische Stadt. Müssen wir das mal ändern. Machst du mal hier 10 Bogenschützen mehr. Hier auch nochmal 10 Nahkämpfer mehr. Da
das hier Elite-Einheiten sind, ist das schon ein ziemlich großes Machtverhältnis in der Verteidigungsschlacht. Nee, Recruitment. Das aus der Region. Ja, automatische Recruiter bilden. Ja. Ihr dürft auch bekämpfen gehen. Ja. Was war noch? Speichern. Römer Stadt. So. Gut, ihr Lieben. Ich denke, jetzt haben wir mal ordentlich Überlänge gemacht. Ich habe es ein paar Mal euch gewünscht. Ich hoffe, das ist jetzt okay gewesen für den Sonntagabend. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein bei den Römern. Ciao.